möchte ich, dass jeder von uns heute mitnimmt, was diese drei Dinge mit dem Thema und miteinander zu tun haben und was man damit im alltäglichen Leben eines IT-Administrators, Beauftragten oder auch Produktmanagers anfangen kann. Mein Name ist Matthias Eckermann, ich bin Produktmanager bei SUSE für SUSE Linux Enterprise Server mit dem Fokus auf dem Produkt selbst und Storage und Security. Zunächst, warum beschäftigen wir uns überhaupt heute mit Snapper und ButterFS? Bevor ich dazu komme, aber mal die Frage in die Runde, wer hat schon mal mit ButterFS gearbeitet? Erste Frage, nicht viele. Wer hat schon mal Snapper angefasst oder damit gearbeitet? Zwei, okay, gut. Dann, warum das Ganze? Die grundsätzliche Idee ist, dass man ein System-Rollback, ein vollständiges System-Rollback erreicht, sodass man, die Slides sind auf Englisch, weil ich auch faul bin, die Downtime, ich glaube, dafür gibt es kein besseres Wort, die ausgeschaltete Zeit eines Rechners oder Nichtverfügbarkeit eines Rechners und eines Services zu minimieren. Und ein Ziel dabei ist, eine Art und Weise, das zu erreichen ist, immer einen im Englischen well-known state des Systems zu haben, also einen Punkt, zu dem man zurückgehen kann, einen Rücksprungpunkt. Das beruhigt einigermaßen, insbesondere dann, wenn man Patches einspielt, von denen man nicht genau weiß, was sie tun, oder wenn man Sachen tut, die man vorher noch nie getan hat, oder wenn man Konfigurationen ändert und die dann eigentlich gerne wieder zurücknehmen würde, aber es ansonsten nicht könnte. Damit das Ganze nicht so trocken wird, habe ich mir überlegt, dass ich zwischendurch demonstriere, was man damit tun kann und nicht erst am Ende. Dann kriegt man vielleicht auch einen Einstieg, wie das Ganze funktioniert. Also als allererstes ein kleiner Test, kleine Sekunde, mit Yast. Das ist ein SUSE-System, SUSE Linux Enterprise in diesem Fall. Und zwar einfach, kommt da was? Na, noch nicht. Okay. Ein ganz einfacher Änderung. Ich ändere einfach mal die DHCP-Konfiguration, dass sie nur IPv4 nimmt. Alles, das war jetzt falsch, Entschuldigung. Das war die falsche. Cancel. Ich wollte den. So. Okay. Gut. Kann sein, dass das jetzt ein kleines Weilchen braucht. Wir gehen dabei dahin zurück. Kleine Sekunde. Was habe ich gemacht? Ich habe mit Yast eine Änderung am System gemacht. Das Ganze wird, das werden wir gleich sehen, gesnapshottet. Und ich kann dann über ein grafisches Interface, wir kommen später auch zum Kommandozeileninterface, die Änderungen sowohl einsehen als auch entsprechend zurückrollen. Also wieder raus. Ah, ist schon da, okay. Also ich habe hier da einen Aufruf von YAST2LAN und ich kann mir also angucken, welche Änderungen entsprechend in dieser Datei vorgenommen wurden. Und hier sehe ich, ich kann das leider im Moment nicht größer stellen, ich hoffe, es ist einigermaßen sichtbar, dass die Umstellung von allgemeinem DHCP auf DHCP4 vorgenommen wurde oder eingeschränkt wurde in dieser Konfigurationsdatei und ich kann entsprechend
auch die Änderungen zu vorherigen Zuständen betrachten und könnte auch entsprechend das zurückrollen hier, indem ich da sage Restore from First. Ja, Frage? Das ist jetzt aber quasi Tracking von Änderungen in der Systemkonfiguration. Das hat jetzt noch nichts mit dem Dateisystem oder. Das ist im Dateisystem abgelegt. Ja, natürlich. Aber ja. Das sind keine Snapshots. Doch, das sind Snapshots. Also, ja, zeige ich gleich. Wir merken uns mal hier diese Nummer. Ja, da vorne steht eine Nummer. Das ist also 38 und 39 und ich zeige es dann gleich, wo das im Dateisystem liegt. Okay. Meine Maus ist verschwunden. So. Entschuldigung, der will immer wieder von vorne anfangen, es tut mir leid. Also ganz kurze Übersicht, warum man das mit ButterFS macht, unter anderem nicht nur wegen Scalability und solchen Geschichten oder auch Data Integrity, das heißt, dass das Dateisystem selbst Metadaten hat, mit denen Checksums abgespeichert sind zu jedem Block, das ist natürlich auch ein ganz nettes Feature, was sonst nur noch XFS hat, insbesondere aber, weil es spezielle Features und Funktionalität hat, die man hier benötigt. Und da kommen wir jetzt zu unserem Bilderrätsel von vorhin. Wenn wir das mal auf Englisch nehmen, das da oben sind Kühe, also das ist eine Cow. Dann haben wir Butter oder Englisch Butter und dann haben wir hier einen Bee Tree, also ein Buyer Tree oder Bee Tree als Informatik-Konstrukt. Das Ganze zusammen, COW, steht für Copy on Write als Konzept. Von der Cow als Tier kommt aber auch die Milch und davon dann die Butter. So hat mir das Chris Mason, der Erfinder von ButterFS, mal erklärt. Gleichzeitig aber ist ButterFS auch ein B-Tree-File-System. Also ButterFS könnte man eben entsprechend auch so definieren, es ist ein B-Tree-File-System, aber es ist auch ein ButterFS und deshalb soll die Aussprache Butter sein. So hatte mir das erklärt. Copy on Write, was bedeutet das? Bei einem normalen Schreibvorgang im Dateisystem werden existierende Blöcke einfach überschrieben. Das heißt, wenn ich irgendwie ein paar Zeichen habe und ich schreibe ein paar dazu oder überschreibe, die werden die überschrieben. Bei einem Copy on Write-Vorgang wird nicht der Block selbst überschrieben, sondern es wird ein neuer Block daneben gelegt, wo der neue Inhalt reingeschrieben wird. Das heißt, der alte Inhalt existiert immer noch, bis er dann irgendwann wieder freigegeben ist. Der Vorteil davon ist natürlich, dass ich A, die Daten bei einem Schreibvorgang niemals verlieren kann. Sie sind ja immer quasi zweimal da, alter Zustand und neuer Zustand. Und ich kann damit auch sowas wie Transaktionen implementieren. Und das ist letztlich auch, wie Snapshots dann implementiert sind. Ich habe mich mal vor einem Jahr in einer Grafik versucht, die vielleicht nicht hundertprozentig akkurat ist, aber die es darstellt. Ich habe also hier meine Blöcke. Beim normalen Schreibvorgang wird BB durch DD ersetzt. Bei einem Copy-on-Write-Vorgang bleibt zwar BB da, aber der neue Inhalt hier DD wird in einen der freien Blöcke gelegt. Das sagt uns auch schon, derjenige, der sich mit Dateisystemen auskommt, einen der wenigen Nachteile eines solchen Dateisystems ist Fragmentierung, die dabei natürlich viel schneller auftreten kann als bei einem normalen Dateisystem, weil die Sachen halt irgendwo mal hingelegt werden. Kommen wir vielleicht später noch zu. Andere Features von ButterFS sind Extents. Copy on Write sagte ich, Snapshots auf Basis von Copy on Write. B-Tree ist das Grundkonzept. Der Witz übrigens an diesen Checksums ist, dass die Checksummen der Blöcke direkt als die Keys für den Tree verwendet werden. Das heißt, da ist eine Doppelbenutzung und man hat dann keine überflüssigen Daten. Subvolumes sind sowas wie Dateisysteme im Dateisystem. Sie sehen aus wie Directories, sind es aber nicht. Metadaten habe ich schon drüber gesprochen. So, jetzt kommen wir zu der Frage, sind da denn eigentlich Snapshots angelegt? Und die können wir dann, glaube ich, uns auch direkt angucken. Also wenn ich jetzt sage, ButterFS, Subvol, List, ich glaube, ich habe zu viele, sodass wir mal, so, na, habe ich. So,
Wenn wir uns das hier angucken, wir sehen hier die Nummern 38 und 39. Und genau diese beiden Subvolumes sind auch die entsprechenden Snapshots zu diesem JAS2-LAN, was wir vorhin gesehen haben. Der Trick ist, warum sind das zwei? Weil wir vor dem eigentlichen Änderungsvorgang einen Snapshot nehmen und nach dem eigentlichen Änderungsvorgang. Denn ich weiß ja nicht, was zwischen 37 und 38 passiert ist. Das heißt, ich möchte jederzeit eine in sich abgeschlossene Transaktion haben. Diese Snapshots sind in sich wieder vollständige Dateisysteme. Und wir können das auch einfach mal angucken, indem wir Snapshots 38, Snapshot gehen. Und wir sehen da, es ist ein vollständiges Root-Dateisystem. Aber das geht nicht. Snapshots sind nämlich zunächst mal read-only, weil sie sind quasi wie ein View auf eine Datenbank, aber ein read-only-View in das Dateisystem. Man kann die auch Read-Write anschalten, aber wenn man das macht, dann kommt man zu anderen Dingen. Okay. Das haben wir getan. Also, das war ButterFS im Schnelldurchgang. Was ist jetzt Snapper? Snapper ist ein Tool. Wir haben jetzt gerade diese Subvolumes gesehen. Das ist ziemlich hässlich, ne? Mit solchen Directories rumschmeißen zu müssen und dann die vielleicht vergleichen zu müssen und dann wieder zurückkopieren oder so. Snapper ist ein Tool, was drumherum geschrieben ist, oder ein Framework eher, was drumherum geschrieben ist als Aufsatz auf ButterFS und seine Tools, was Snapshots verwaltet in jeglicher Hinsicht. Anlegen von Snapshots, Löschen von Snapshots, Vergleichen von Snapshots und auch Rollback von Snapshots. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, zu denen wir gleich kommen. Zusätzlich haben wir das Snapper auch noch, das sieht man in OpenSUSE. Man wird es demnächst, glaube ich, in Fedora und RHEL auch sehen. Kann man den Snapper-Framework auch mit dem jeweiligen Installer und Partitioner integrieren, wenn man zum Beispiel Subvolumes direkt oder Snapshots direkt bei der Systeminstallation integrieren möchte. Jetzt der nächste Schritt. Wir haben eben die Grafik gesehen, dann bin ich ganz tief aufs ButterFS gegangen und jetzt im Schnelldurchgang, was kann eigentlich dieses Snapper-Command-Line-Tool machen? Und da wird man einiges sehen, was einem bekannt vorkommt. Wir sehen nämlich wieder, wenn wir Snapper List sagen, diese gleichen Nummern, die wir eben schon gesehen haben. Ich mache es ein kleines bisschen kleiner. So, wir sehen also hier wieder 38, 39, JAS2 LAN. Und wir können auch auf der Kommandozeile zum Beispiel abfragen, was der Unterschied zwischen 38 und 39 ist, also welche Dateien sich da unterscheiden. Ja, wir sehen hier, da sind so ein paar Postfix-Konfigurationen wurde geändert, klar, weil die Netzwerkkonfiguration angepasst wurde. Aber wir können auch den direkten Unterschied zwischen diesen einzelnen Dateien uns angucken. Und sehen jetzt hier wieder den gleichen Unterschied, den wir eben schon gesehen haben, nämlich die Änderung von DHCP allgemein auf DHCP4. Frage? Nein. Wie schafft Snapper das so schnell, den Diff zu berechnen? Ha, das ist eine gute Frage. Der Trick ist, dass die Snapper und unsere Filesystemleute zusammengearbeitet haben. Haben wir hier einen Stift? Nee, ja, doch, wir haben hier einen Stift. Also, wenn wir uns das so vorstellen, wir haben hier das ButterFS. Ja? Das ButterFS, BTRFS, hat jede Menge Extents oder Blöcke.
Und diese Blöcke haben alle eine Generation, also ein Alter quasi. Generation. Zusätzlich, dann kann man Folgendes tun. Man kann direkt das Dateisystem fragen, gib mir bitte alle Blöcke einer speziellen Generation und kann die dann, und das ist der Vorteil von unserer Art und Weise, Snapshots zu machen, gegenüber zum Beispiel einem LVM-basierten Snapshot, wo ich das nicht so einfach kann, kann ich natürlich von diesen Extents, also das sind Extents, kann ich natürlich auf meine iNodes zurück, also auf meine, letztlich auf meine File-Liste. Ja? Also wir gehen hier direkt auf die File-Liste zurück und weil alles im Dateisystem ist, läuft das alles im Kernel ab. Das ist ein IOCTL im Kernel und den fragt das Snapper ab. Also Snapper fragt den Kernel, gib mir bitte den Unterschied zwischen A und B. Der Snapper berechnet das gar nicht selber. In der ersten Version hat der Snapper das tatsächlich selber gerechnet und einen Find gemacht. Das hat dann je nach Größe des Dateisystems alles zwischen 20 Sekunden und 20 Minuten gedauert. Das war nicht lustig. Aber das hier ist jetzt eine SSD. Und wir haben festgestellt, egal wie groß das Dateisystem ist, mit diesem Verfahren kommen wir auf einen konstanten Wert von ungefähr 20 Sekunden, dass der mir den Unterschied rausgeben kann. Also es braucht immer noch ein bisschen, weil natürlich das ButterFS erst durch seine ganzen Bäume durchgehen muss, um die Generationen zu finden. Aber trotzdem ist es ein relativ konstanter Wert, mit dem er die Diffs berechnet quasi. Den eigentlichen Diff anzeigen tut dann der Snapper Client, das macht nicht der Kernel. Der Kernel gibt ihm nur raus, welche Dateien haben sich geändert. Okay, gut. Ich habe jetzt nicht alles gezeigt. Was besonders interessant ist, ist auch das Anlegen und das Kommentieren von Snapshots. Dafür gibt es eine Funktion, die heißt Snapper Create -D für Description. Ich kann aber auch nachträglich sozusagen die einzelnen Daten ändern. Und vielleicht doch noch eine kurze Demonstration dazu. Na, bin ich nicht im Fenster? So, also Snapper, Modify, nehmen wir mal User Data, City gleich Berlin, City wäre ganz nett, für Nummer 38. So. Und dann kann ich hier, ich kann also auch Location gleich. So, ich kann also da beliebige User-Key-Value-Pairs hinterlegen. Die werden übrigens nicht direkt im ButterFS gespeichert, sondern die werden tatsächlich in einer XML-Datei gespeichert, die außerhalb liegt, weil ich das ButterFS, den einzelnen Snapshot, ja nicht mehr verändern möchte. Ja, deshalb habe ich die Metadaten dazu nicht im Dateisystem, auch wenn das vielleicht eine Idee wäre, aber es hat sich als unpraktisch erwiesen. So. Warum können diese User-Daten sinnvoll sein? Eine Sache, die wir im Zusammenhang mit Kollegen in Holland erarbeitet haben und ein holländischer Kollege hat uns da im Grunde auch drauf gebracht, ist, dass man, wenn man Prozesse etabliert hat oder Prozessen folgen muss, ITIL ist hier nur ein Stichwort, was gerne immer genommen wird, dann ist es ja oft notwendig, dass man von unten bis oben sozusagen eine Prozesskette etabliert, wo man dokumentieren möchte, was habe ich wann getan oder wer hat was wann getan. Ich kann durch diese beliebigen Key-Value-Pairs, kann ich entsprechende Daten direkt von oben nach unten
im Dateisystem ablegen, sodass ich jederzeit und auch an jedem Punkt meiner Monitoring-Kette überprüfen kann, wann hat wer was getan und vor allen Dingen aus welchem Grunde hat er das getan. Ich kann es also auch direkt im Dateisystem ablegen. Wir haben in der allerneuesten Version von OpenSUSE und SUSE Linux Enterprise auch das ZIP-Framework, also zum Installieren und von Paketen und Updates, hat auch diese Option, dass ich da auch entsprechend die Parameter angeben kann und das übermitteln kann. Das ist ganz, ganz praktisch, wenn man eben dann installiert und updatet, ja? Es gibt sowas, das heißt Filters und liegt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in etc. Snapper Filters und da ist zum Beispiel definiert, dass ich X-Authority nicht mit Snapshot, wenn sich die ändert, das nicht gesnapshottet wird oder im Basissystem der Lock-Rotate-Status, Random-Seed und sowas alles, dass das ausgeschlossen wird. Ich kann da also entsprechende Filter definieren, die kann ich dann natürlich auch selber in dieses Verzeichnis legen und das Snapper-Programm wird die entsprechenden Sachen dann ignorieren. Was ich auch machen kann, ist, ich kann auch die Bindung an den JAS, die ich vorhin gezeigt habe, ausschalten. Das geht relativ einfach. Hier ganz am Ende. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Entschuldigung. Mal wieder da rüberfahren mit der Maus. Ja, so sieht man es, ja. Use Snapper yes oder no. Also ich kann auch dem JAS verbieten, dass er den Snapper überhaupt benutzt bei irgendwelchen Aktionen. Wenn ich keinen JAS benutze, existiert es sowieso nicht. Aber wenn ich den JAS benutzen will, kann ich mich entscheiden, möchte ich für jede einzelne Aktion sozusagen das gesnapshottet haben oder nicht. Was auch geht, und das ist noch eine Sache, die ich eigentlich später erwähnen wollte, passt aber jetzt ganz gut, wo wir hier schon sind. Es gibt Konfigurationsdateien, die für Root ist diese. Mal sehen, hat jemand meine Maus? Ja. So. Man sieht hier einige Optionen. Der Snapper läuft als Daemon, der über einen Debus angesprochen wird, kann also auch von beliebigen anderen Systemkomponenten benutzt werden. Und was ich tun kann, insbesondere interessant, ist die Option Timeline Create, die ist bei mir auf No. Die kann stündlich, täglich, wöchentlich, wie man das möchte, entsprechende Snapshots erzeugen, sodass ich immer einen Status habe. Und ich kann diese Sachen auch löschen lassen automatisch, sodass ich also nie zu viele Snapshots habe. Ich persönlich schalte das immer aus, aber es gibt sicherlich Fälle, wo ich das benutzen möchte. Ja, also das nur als noch eine Sache, die ganz gut passt, wo wir hier gerade da sind. Ja? Eine Frage zu den Filtern, aber die beziehen sich nur auf Snapper oder nicht auf den Snapshot selber? Ja, den Snapshot selber kann ich nicht filtern. Das ist noch war das eigentlich Ihre Frage? Also man kann dem Snapper kann man verbieten, gewisse Sachen anzuzeigen und zu diffen, aber den Snapshot selber, der läuft immer aufs Dateisystem. Das kann ich nur durch eine andere Art und Weise ausschließen. Und die hängt damit zusammen, was ich eigentlich filtern möchte. Oder was ich snapshotten möchte und was ich auf keinen Fall gesnapshottet haben möchte. Eine Sache, die ich vielleicht niemals snapshotten möchte, sind Logdateien. Zumindest möchte ich sie niemals zurückrollen, weil dann habe ich plötzlich einen Zeitbruch in meiner Logdatei. Also mir fehlt ja plötzlich was. Und deshalb ist es so, dass wir gewisse Subdirectories, die in Wirklichkeit aber Subvolumes sind in ButterFS, gesondert ablegen und diese Subvolumes werden nicht gesnapshottet. Wenn wir uns das angucken, Subvol-List, dann sieht man hier am Anfang eine ganze Batterie von Systemverzeichnissen, die eigene Subvolumes sind. Darunter namentlich die ganzen Sachen Boot, Grub 2, dazu kommen wir gleich, Opt, Server, Temp, User Local, var Crash, var Lib irgendwas, var Log, var Temp. Also die Sachen, wo ich
entweder Dateien drin habe, die tatsächlich nicht zum Systemzustand gehören, sondern die eher sowas wie flüchtige Dateien sind, oder Daten, die ich niemals zurückrollen möchte, oder Daten, insbesondere Opt, wo ich annehmen kann, dass dort Third-Party-Software ihre Dateien ablegt und wo es wahrscheinlich ziemlich katastrophal wäre, wenn ich die einfach zurückrollen konnte. Man kann für solche Subvolumes tatsächlich auch wieder eigene Snapshotting-Rules oder Regeln anlegen, Konfigurationen anlegen. Die Empfehlung ist aber, dass für diese, sagen wir mal, 12 Subvolumes nicht zu tun, weil man normalerweise die nicht snapshotten möchte. Varlog hat man hoffentlich einen Log-Server, auf dem die Sachen sowieso gespeichert sind, aber ansonsten sollte man die nicht anfassen. Fragen dazu? Die sind alle in einem Block-Device drin? Ja, es ist alles ein Block-Device. Also sie sind alles ein Block-Device, aber es sind im Grunde eigene Mini-Dateisysteme, die da jeweils drunter dranhängen, und man kann diese Subvolumes auch gesondert mounten. Wir sehen das auch, wenn ich hier auf dieser Maschine Mount eingebe, dass tatsächlich ziemlich viel hier gemountet ist. Das hängt einerseits mit den Control Groups zusammen, die eine ganze Batterie da oben abbilden, aber natürlich auch mit den einzelnen Unterverzeichnissen oder Subvolumes von ButterFS, die hier gesondert gemountet werden. Ja? Okay, noch Fragen zu dem Thema? Ja? Das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Das ist eigentlich nicht der Snapper, sondern das ist das ButterFS direkt. Ich habe hier von diesem IOCTL gesprochen, der die Liste der Unterschiede sozusagen rausgibt. Dieser IOCTL ist die kleine Variante eines größeren IOCTLs an den Kernel, der sagt, gib mir bitte den vollständigen Snapshot. Also auf Deutsch gesagt, hier, das ist sozusagen die kleine, und die große Variante, Moment, läuft dann unter send-receive. Das heißt, ich kann aus dem ButterFS einen Gesamtsnapshot des Dateisystems rausziehen als Blob. Den kann ich irgendwo abspeichern. Und wenn ich das zurückfahren möchte, dann schiebe ich dem ButterFS diesen ganzen Blob wieder rüber und das ButterFS integriert das. Diese Funktionalität ist zwar schon implementiert, aber aus unserer Sicht noch nicht so stabil, dass wir sie unterstützen und empfehlen wollen. Das ist Zukunftsmusik, ich würde mal sagen, 1 bis 2 Jahre. Und in dem Zusammenhang werden wir und hoffentlich auch andere Linux-Distributionen dann an die entsprechenden Backup-Hersteller rangehen, um das da zu integrieren. Das ist nämlich der eigentliche Trick, dass die dann wirklich damit direkt mit dieser Schnittstelle zusammenarbeiten. Das war Ihre Frage. Ja, da sind wir noch nicht. Man muss bei solchen Sachen wie einem Dateisystem, Snapshots, wenn man das, muss man immer klein anfangen. Ne? Man muss erstmal mit der einen Sache anfangen und dann muss man gucken, was ist der nächste Schritt und was ist der nächste Schritt. Ja? Vielleicht noch eine Frage. Gerne. Samba. Ja. Snapshots. Ja. Samba 4. Samba 4.1 hat einer unserer Samba-Entwickler daran gearbeitet, hat auf mehreren Wegen eine Integration in noch Zeit? Ja, haben wir. Hat auf mehreren Wegen eine Integration in, wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe die Backup-Dateien hier, sehen Sie? Also es gibt zwei Möglichkeiten, was das kann. Das andere ist Server-Side-Copy, ist die eine Integration. Normales Copy, ne, geht immer voll durch. Ich muss die ganze Datei vom Server runterladen auf meinen Windows-Client und dann abspeichern. Die bessere Variante ist in der Tat, dass der Windows-Client dem Samba-Server sagt, ich möchte diese Datei kopieren. Und dann sagt der Samba-Server zum ButterFS, gib mir doch bitte mal einen Clone-Copy davon. Das dauert dann, keine Ahnung, eine halbe Sekunde und dann habe ich die 10 GB-Datei kopiert und ich habe meine Kopie auf dem Windows-Desktop. Das ist die eine Variante, eine Integration. Die zweite Integration ist das, was Sie wahrscheinlich meinten.
Recovery Point Implementation. Dieses Protokoll heißt, bitte korrigieren Sie mich, FSRVP oder so ähnlich. Also ich bin nicht der Windows-Spitze. Ja, sodass ich im Windows sagen kann, leg bitte einen Snapshot an und dann macht das Samba das über die Integration mit ButterFS und Snapper. Das ist auch, Entschuldigung, das ist auch implementiert, ich glaube Samba 4.1 oder so. Okay? Ich muss mich mal eben räuspern, Entschuldigung. Gut, jetzt waren wir im Moment nur noch bei der Integration, also wir haben uns ButterFS angeguckt, ganz schnell, wir haben uns Snapper angeguckt, wie man mit Snapper sozusagen einzelne Dateien rückwärts kopieren kann, wie man Diff machen kann und dann auch zurückkopieren könnte. Der eigentliche Trick, warum wir die ganze Sache vor 4 Jahren angefangen haben, ist das. Ich möchte nicht nur ein Undo-Change machen, also pro File, sondern und selektive Rollbacks, sondern was ich eigentlich möchte, ist, ich möchte das Risiko loswerden, dass wenn ich einen neuen Kernel installiere, das ist ehrlich gesagt auch meine größte Angst immer, dass irgendwie die Init-RD neu gebaut wird und plötzlich bootet mein System nicht mehr. Das heißt, der eigentliche Trick ist, ich möchte ein volles Rollback, was den Kernel und die Init-RD beinhaltet. Es gibt eine Sache, die nicht geht, den Bootloader selber zurückrollen. Da wird es dann sehr schwierig. Das Einzige, was da hilft, ist ein UEFI-System, wo ich den Bootloader quasi außerhalb des eigentlichen Systems habe und von da dann jeweils reinspringen kann. Da das UEFI mit Grub 2 unter der Hand arbeitet, funktioniert aber dieses System auch auf UEFI-Systemen. Und natürlich alle Daten, die ich in solchen gesonderten Partitionen oder Subvolumes ausgelagert habe, die werden natürlich auch nicht zurückgerollt, also war log oder eben home. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, wie ich so ein Rollback machen kann und auch 2 Situationen, in denen ich das machen kann. Situation 1 ist, ich habe ein Update gemacht und nichts geht mehr. Dann, und das kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen, nicht weil mein System es nicht kann, sondern weil der Beamer nicht mit meinem System arbeitet, dann kann ich im Grub Bootloader direkt sagen, ich möchte in einen speziellen Snapshot hineinbooten. Dieser Snapshot ist, das haben wir vorhin gelernt, read-only. Das heißt, ich muss dann sagen, muss dann den Snapper bitten, mir einen read-write-Snapshot anzulegen und muss dann nochmal in den reinbooten. Aber ich habe immerhin einen Recovery Point. Also ich komm wieder da raus, obwohl ich ja ein kaputtes System hatte. Hoffentlich kommen wir niemals dahin, aber es kann ja immer passieren. Die zweite Möglichkeit ist, ich habe in ein System hineingebootet, habe irgendwas installiert, nehme mal eine neue Library und habe jetzt nicht viel Zeit, habe nicht rauszufinden, welche von den 27 Updates jetzt meine Performance um 8% runtergefahren hat. Sowas soll es geben. Dann sage ich, ich möchte jetzt auf einen speziellen Zustand zurück. Und dann kann ich eben sagen, Snapper List, um mir die Liste aller Snapshots zu geben. Und dann sage ich, keine Ahnung, die von vorgestern nehme ich. Und dann Snapper Rollback und einmal Reboot und dann bin ich in meinem alten Zustand. Das Ganze würde so funktionieren, man kann einen neuen Kernel installieren, dann guckt man sich das an, guckt in welchem Kernel man ist, dann rebootet man den normalen Kernel und macht dann Reboot. Wir haben die Zeit, ich hoffe nur, Sie sehen auch was davon, weil ich nicht versprechen kann, dass alle Bootloader-Sachen insbesondere sichtbar sind. Haben Sie noch Fragen zu dem Verfahren? Ja? Ja, okay. Dann gehen wir gerade noch ein kleines Stück weiter. Habe ich denn das? Hier habe ich das. Okay. Also das Ganze muss man sich so vorstellen. Ich habe, sagen wir mal, an 4 Read-Only-Snapshots. Das sind meine blauen.
und ich bin im gegenwärtigen Zustand. Also Current Array heißt, da bin ich im Moment. Wer Git benutzt, das ist sozusagen Had. Ja? So ist es beim ButterFS auch so ähnlich. Der Trick ist, wenn ich jetzt so ein Rollback mache, dann weiß ich ja nie, was passiert. Und ich möchte auch jederzeit wieder dahin kommen, wo ich mal war. Deshalb wird zunächst ein Read-Only-Snapshot meines gegenwärtigen Zustands angelegt, bevor der Rollback stattfindet. Danach wird irgendwas von hier hinten, wo ich halt hin will, ein Read-Write-Clone angelegt und der wird als neuer Head definiert in meinem Dateisystem. Und dann erst springe ich dahin. Kann danach aber wieder natürlich einfach weitermachen und wieder neue Snapshots anlegen, sodass ich am Ende wieder in so einem Zustand bin. Ich bin jetzt halt einfach zwei weitergerollt, aber ich kann jederzeit das wieder neu machen. Diese Linearität ist ein bisschen gelogen. Natürlich sind das in Wirklichkeit Subtrees, die dann jeweils getrennt sind. Aber unser Ziel war es, eine Linearität zu geben, damit es benutzerfreundlich wird. Wenn Sie sich durch irgendwelche Sachen durchklicken müssten und dann verschiedene Subtrees hätten, wo dann verschiedene Snapshots sind, das ist nicht besonders übersichtlich für einen Menschen. Ja, als Kernel-Entwickler kann man das vielleicht, bin aber auch keiner, dass ich eben da 8 Branches habe oder so. Aber das Eigentliche ist doch, dass ich eine gewisse Historie haben möchte. Und ich möchte vor allem, und das war einer unserer Hauptanliegen hierbei, ich habe auch eine Übersicht, was wir alles wollten, ich möchte die aus dieser Historie auch Sachen wieder löschen können. Ich möchte ja nicht 58 verschiedene Snapshots für alle Ewigkeiten aufheben, sondern ich möchte vielleicht gucken, dass ich einen, wenn ich ein System neu installiere, habe ich einen Rücksprungpunkt, dann mache ich mal ein größeres Update, den definiere ich dann wieder, wenn es funktioniert und so weiter und alle Snapshots dazwischen lösche ich. Entweder ich lasse sie automatisch löschen oder ich lösche sie manuell. Irgendwann läuft nämlich sonst auch die Platte voll, weil irgendwo müssen die Daten ja liegen. Nicht wahr? Gut, also dann versuchen wir das jetzt mal. Kleine Sekunde bitte. Mal alles ausmachen. So. Okay. Also hier liegt jetzt ein neuer Kernel. Der ist gerade von vorgestern. Und dann gucken wir mal, dass wir die richtigen Sachen installieren. Den brauche ich auf jeden Fall. Die beiden müssten eigentlich reichen. Aber es wäre ganz nett, wenn ich dem Zipper sage, was es damit machen soll. So, gucken, was passiert. Ja. Nein. Also das Snapper gibt es für alle Distributionen. Achso, jetzt könnte man, Moment, mal gucken, Applications. Internet, das sollte gehen. Das Snapper wird im OpenSUSE Build Service gepflegt für so ziemlich alle großen Distributionen. Das heißt, es gibt es für Fedora, für RHEL, für CentOS, für Ubuntu und wahrscheinlich noch für irgendwelche mehr. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Gut. Also snapper.io ist die Website.
und Download Binaries. So, also man sieht CentOS, Debian, Fedora, Mandriva, OpenSUSE, RHEL, SLES und Ubuntu. Auf RHEL 7 ist es meines Erachtens drauf, habe es aber in dem letzten RC nicht kontrolliert. Bei SLES ist es seit 11SP2, OpenSUSE seit 11.3, glaube ich. Und es wird hauptsächlich natürlich für SLES und OpenSUSE entwickelt, aber es hat auch Funktionalität, die für Fedora oder RHEL-Benutzer interessant sind, wie eben zum Beispiel eine Integration in das Snapshotting von Logical Volumes. Auch das funktioniert mit Snapper. Also es ist nicht an WATAFS alleine gebunden, sondern es funktioniert auch mit dem. Gut. So, jetzt hoffe ich, dass der Firefox mich nicht verlässt. Gut. Okay, der ist jetzt auch fertig. So, wir haben jetzt also hier zwei neue Snapshots, wie üblich. Ja, ich habe Zipper benutzt, der ist eingebunden in das Snapper Framework. Ich habe einen Snapshot vorher, der sagt mir, wer den Snapshot gemacht hat. Ich habe einen Snapshot nachher. Und ich habe hier ein Important gleich Yes. Ich gebe zu, dass die Benamung nicht besonders gut ist, aber Important heißt, diese Snapshots sollen fürs Reboot berücksichtigt werden und können danach eben auch aussortiert werden. Wenn jemand einen besseren Namen hat, kann man das vielleicht auch noch ändern. So, Entschuldigung, ich bin irgendwie paranoid und mache immer einen Sync, bevor ich reboote. Warum weiß ich nicht? Wer macht das noch? Okay, gut. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, mit dem hatte ich lange nicht zusammengearbeitet, weil der in einer anderen Stadt war. Und der machte Sync, Semikolon, Sync, Semikolon, Reboot. Dann habe ich festgestellt, dass ich das auch mache. Das Ganze ist eigentlich total bekloppt, weil natürlich das System das heutzutage selber macht. Trotzdem macht man es, aus irgendwelchen Gründen. Gut. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass Sie was sehen, aber wir versuchen es mal. Fragen da? Ich bin ja getröstet, dass es noch Leute gibt, die das machen. Nee, tut mir leid. Der mag das nicht. Doch? Ah, super. Also, ich habe jetzt, das ist das GRAP2 Bootmenü. Das sind hier normale Optionen. Hier ist der eigentlich interessante Teil. Der GRAP selber greift also auf das ButterFS zu und eine Liste von entsprechend, die vorkonfiguriert ist, damit es schneller geht und der nicht irgendwie XML parsen muss. Das wäre ein bisschen sehr lästig im Bootloader. Und gibt mir dann entsprechend eine Liste von Versionen, die ich installiert habe. Und man sieht hier 13.44, das ist also die gerade eben. Ich habe aber auch eine 13.07 oder hier habe ich all andere Sachen installiert und habe hier noch einen zum Beispiel von letzter Nacht, wo ich eben auch ein Kernel-Update gemacht habe, da könnte ich auch reinbooten. Für Important. Hier ist nichts writable. Soll ich Ihnen das demonstrieren, dass da nichts writable ist? Gut, was dann nämlich passiert, ist Folgendes, die grafische Benutzeroberfläche startet nicht mehr, weil die noch gewisse Sachen writable braucht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature ist, dann muss ich mich mit meinen Kollegen noch auseinandersetzen. So, also wir starten jetzt mal zunächst mal den. So, kommt gleich wieder. Sieht man da was? Nee. Gut. Also das Kernel-Update scheint schon mal funktioniert zu haben. Das ist ja tröstlich.
So. So, wir sind jetzt also auf 3.2.19, sind wir uns einig, ja? Und der eigentliche Trick ist jetzt, was ich jetzt tun werde, ich werde jetzt versuchen, in den 42 zurück zu rollbacken. So, jetzt sieht man, es sind zwei neue Snapshots angelegt worden, 44 und 45. Der ist die Kopie davon und da möchte ich dann, glaube ich, gleich rein. Dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt mache ich das mal auf die brutale Weise. Nein, das mache ich lieber nicht. Ich traue dem nicht. Nein, ich synke nicht. Ich traue dem... Ich traue dem Betriebssystem, ich traue der grafischen Oberfläche nicht, weil ich eigentlich ein KDE-Benutzer bin und muss mich jetzt auf GNOME umstellen. Und dann schauen wir mal, und ich weiß nicht, was beim GNOME hängen bleibt, wenn ich jetzt einfach ein Reboot eingebe. Beim KDE weiß ich, was dann passiert. Deshalb, Vorsicht ist immer besser. Bitte? Nein? Okay, gut. Hoffte ich. Das können wir dann aus der Filmaufnahme rausschneiden, die Diskussion. Habe ich Reboot oder Shutdown gemacht? Ich habe Shutdown gemacht. Super. Entschuldigung. Okay. Ja. Welche Kernel-Version hatten wir? Hat sich das jemand gemerkt? Nur, dass nicht einer sagt, irgendwie, der hat gemogelt. Okay. So. Ja? Geglaubt, ja? 3, 12, 18. Nochmal reverse. So. Ein kleiner. So. Was jetzt auch noch interessant ist, und das habe ich vorhin angesprochen mit diesen Generations: ButterFS Subvol. List minus P. Na. Man sieht hier hoffentlich, ich habe das jetzt natürlich nicht geschert, man sieht hier hoffentlich, ja, man müsste eigentlich hier sehen und man sieht es auch tatsächlich, dass hier die Versionsnummern nicht linear springen. Ja? Also das ist hier sozusagen die Generation und man sieht hier, dass ich hier zwar auf 921 bin, aber jetzt auf 911 zurückgehe, dann 920 und dann 927 ist dann der allerletzte, in dem ich jetzt wieder drin bin und schreibe. Sodass ich also tatsächlich... und die Hauptgeneration ganz oben ist wahrscheinlich noch einen höher, ne, ist 910. Dass man also sieht, dass sich hier verschiedene Generationen des Dateisystems und der Block, des Blockalters habe, in dem ich arbeiten kann. Gut. So, ich muss eben die Präsentation wieder starten. Die hat er dann zwar auch gesnapshottet, aber
trotzdem nicht in den Speicher geladen. So. Wir haben leider keinen Moderator, aber Sie sind schon 10 Minuten drüber und in 5 Minuten kommt die nächste. In der Viertelstunde, in 20 Minuten kommt die nächste. Die Pause geht bis Viertel nach. Außerdem hat mein Vorgänger auch überzogen und ich habe hier eine Uhr, weil ich hier dieses sensationelle Präsentationsding von LibreOffice habe. Das kennen Sie wahrscheinlich, nicht wahr? Das kennen Sie doch, oder? Da unten läuft eine Uhr und da steht das dann alles. So, also. So. Und wieder zurück. So, jetzt ist da ein Fehler in der Darstellung, tut mir leid. Also. Wir haben jetzt das gemacht. Das wird in der nächsten SUSE Enterprise sein und im nächsten OpenSUSE, also in OpenSUSE 13.2, was im November kommt. Die Patches, die hauptsächlichen Patches sind im Snapper und im Grub-Bereich. Also die Grub-Integration war der eigentliche Witz an der Sache. Snapper und ButterFS selber waren schon lange so weit, um das zu machen. Nächste Features, die kommen, zum Teil kommen oder da sind. Eine Sache hatte ich genannt, das ist das Send-Receive. Das ist noch nicht so, wie wir es wollen, aber was auch schon geht, ist Deduplication. Auch das ist Upstream, das haben wir im September vergangenen Jahres, so ist richtig, das haben wir im September vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Das nimmt also die Blöcke her, vergleicht, ob die auf Blockebene gleich sind und wenn dieselben sind, identisch, nicht gleich, identisch. Und wenn sie identisch sind, werden die einfach zu einem zusammengefasst. Und wenn dann eine von den mehreren Dateien, die diesen Block besitzen, das schreibt, dann wird der entsprechende Block wieder gesondert angelegt. Das heißt, Dedupe Remove heißt das Tool. Dann Tiered Storage, das ist eine Sache, die im Zusammenhang mit der RAID-Funktionalität von ButterFS wichtig wird. Von der würde ich erstmal raten, abzusehen und lieber MD-RAID zum Beispiel zu benutzen. Und eine Sache, die auch geht, da habe ich selber auch dran rumgefuscht, muss ich zugeben, ist eine Integration mit Snapshots für einen Benutzer, sodass ich also, wenn ich mich einlogge oder wenn ich mich auslogge, entsprechend einen Snapshot anlegen kann. Das wird auch wieder über Subvolumes gelöst. Das heißt, ich lege pro Benutzer ein Subvolume an, mache eine entsprechende Snapper-Konfiguration für den Benutzer und dann kann der Benutzer eben auch selber Snapshots anlegen, löschen, vergleichen oder eben beim Ein- und Ausloggen dann auch direkt über PAM Snapper. Und damit war es das. Wie gesagt, das Ziel ist, es einfacher zu machen für Administratoren, schneller wieder arbeitsfähig zu werden, selbst wenn mal ein Fehler passiert ist, wodurch auch immer dieser Fehler passiert. Oder wenn man etwas zurücknehmen möchte, was man vielleicht aus Versehen getan hat. Und damit bin ich zwar ein wenig über der Zeit, aber ich glaube, es geht noch. Noch Fragen? Ja. Ja. Ich kenne das Spielchen von ZFS, wenn man eine Quota für ein Filesystem, also für ein Subvolume gesetzt hat, und samt Snapshots ist das vollgelaufen, diese Quote. Dann können die Benutzer nicht mal mehr löschen. Ist das bei ButterFS auch so? Ich weiß es jetzt nicht für die Subvolume-Quotas. Subvolume-Quotas hat ButterFS auch. Ich weiß nicht, wie das da mit dem Löschen ist. Was ich aber weiß, ist, dass wir einen Fehler hatten vor 2 Jahren, der dazu führte, dass man keine Snapshots mehr löschen konnte, obwohl man eigentlich noch genug Platz hatte. Und das war einfach, da waren die Metadaten voll gelaufen. Also die Datenplatz war noch da, aber keine Metadaten mehr. Der Fehler ist raus. Wenn das passiert, dann hat ButterFS sozusagen eine Notfalltür, die es dann öffnet, sich irgendwo Speicher nimmt, egal wo der ist, diesen Löschvorgang vollführt und die Notfalltür wieder schließt. Das ist eingebaut. Wie das jetzt speziell mit Subvolume-Quotas ist, weiß ich leider nicht. Müsste ich mal fragen. Kommen Sie mal nachher auf mich zu. Ja. Noch eine Frage? Ja? Performance-Vergleich mit anderen Filesystemen? Gute Frage. Kommt sehr auf den Use-Case an. Also es gibt eine, es ist
Es ist nah an der RISE-FS-Performance, wenn Sie 50 Millionen kleine Dateien haben. Dafür ist es super. Es ist vergleichbar für die Betriebssysteminstallation mit XFS oder EXT, was weiß ich was. Es gibt einen Fall, wo ButterFS nicht zu empfehlen ist. Und das ist, wenn Sie darauf virtuelle Maschinen ablegen wollen oder, wie ich das auf meinem privaten PC allerdings trotzdem tue, Kryptopartitionen, weil dann eben diese Fragmentierung sehr zu Buche schlägt. Und Fragmentierung führt halt dazu, dass es langsam werden kann. Also mein Tipp, wenn Sie virtuelle Maschinen haben, entweder, das macht unser System automatisch, wenn Sie die anlegen, dass die dann mit No-Cow getaggt werden. Das heißt, das Copy-on-Write wird nicht ausgeführt auf diese Dateien. Das verhindert die Fragmentierung, verhindert aber auch, dass Sie die snapshotten. Sie können sie aber snapshotten, dann wird es wieder eingeschaltet. Oder eben ein anderes Dateisystem dafür nehmen, wenn Sie eben solche großen Dateien ablegen wollen. Also das ist da der Tipp. Wie gesagt, für 50 Millionen kleine Dateien super, für Betriebssysteminstallationen voll vergleichbar mit anderen, für auf SSDs auch super, selbst mit großen Dateien, also auch mit solchen Kryptopartitionen oder Logical Volumes, nicht Logical Volumes, Virtual Machine Images, aber bei Spinning Disks und solchen Dateien, die fragmentieren können, da ist ein bisschen Vorsicht angesagt. Das steht auch überall und das ist aber nicht ein ButterFS-Ding, sondern das ist Copy-on-Write-Dateisystem prinzipbedingt, möchte ich mal sagen. Es gibt aber, auch das noch vielleicht als letztes Ding, selbstverständlich ein Defrag-Tool. ButterFS, achso, jetzt bin ich hier nicht drin. ButterFS, Filesystem, Defrag, keine Ahnung, Root. Minus V wäre ganz schön. Und ja, da ist aber nicht viel drin, also es bringt es irgendwie nicht. Was können wir denn machen? Ja, varlib rpm Stern Stern, das bringt schon mehr. So, jetzt ist die RPM-Datenbank defragmentiert. Wenn man das täglich macht, dann passiert auch nichts. Ja, noch eine Frage? Also /11 SP 2 und 3 kommen mit ButterFS und Snapper vorinstalliert. Sie müssen aber ButterFS als Default-Dateisystem auswählen, damit es gleich rund läuft. Das ist nicht das Default. Im /11 ist EXT3 Default, in /12 wird ButterFS Default fürs Betriebssystem. Für Datenpartitionen aus den beschriebenen Gründen wird automatisch, wenn Sie es über den Partitioner machen, XFS gewählt. Man kann aber auch ButterFS natürlich nehmen, also zum Beispiel der Samba-Fall, der vorhin angesprochen wurde, ist ein typischer Fall, wo man dann eben sagt, okay, ich entscheide mich, dass ich snapshotten möchte, auch für Daten, und dann kann man eben ButterFS nehmen und das mit der Samba-Integration machen. Mhm. Ja? Was heißt produktiver Einsatz? Ob ich es empfehle dafür? Ja. Fürs Betriebs... Wie ich sagte ja gerade, wir nehmen es als Default für SUSE Enterprise 12. Ist es dann auch supported? Ja, natürlich. Es ist auch jetzt schon supported. Mit den Einschränkungen, dass ein Copy-on-Write-Dateisystem nicht gut funktioniert, wenn ich da die Fragmentierung erzeuge. Ansonsten ist es voll supported, jetzt schon. Und in /12 ist es Default fürs Betriebssystem. Ja. Haben wir auch ein paar Jahre daran gearbeitet, dass es so ist, zusammen mit der Community. Noch Fragen? Ja? Es wird die Möglichkeit, den Snapshot-Overhead anzuzeigen, dass zum Beispiel gezeigt wird, dass 10 GB alles. Ja, da arbeiten wir gerade dran. Das ist im Zusammenhang mit diesen Subvolume-Quotas. Man kann die Subvolume-Quotas ausnutzen, um sozusagen auch die verschiedenen Benutzungszustände der Snapshots zu berechnen, weil ja jeder Snapshot ein Subvolume ist und dann kann ich entsprechend darüber dann auch anzeigen, wie das belegt ist sozusagen. Ist aber nicht ganz einfach, weil ja eine Datei zu 27 Snapshots gehören kann und das System muss dann gucken, wie ist die tatsächliche physikalische Benutzung. Es gibt auch noch ein ButterFS Disk-Free-Tool,
was ein bisschen mehr anzeigt, wie die verschiedenen Daten und Metadaten sozusagen vom System benutzt werden. Das zeigt also mehr an als ein normales DF. Da war noch eine Frage, ja? Die Grub-Änderungen weiß ich nicht, ob die schon upstream geschickt sind. Eigentlich wollten die Kollegen das zumindest upstream schicken. Es kann aber sein, dass die Upstream-Community nicht alles so akzeptiert, wie wir es nimmt. Da gab es irgendwelche Diskussionen, weil die Upstream-Community bei Grub ein bisschen andere Zielrichtung hat, als wir es wollten. Wir wollten eben diese vollständige Integration. Ich installiere einen neuen Kernel, ich habe einen Snapshot und ich will in den Snapshot reinbooten und will auch die Liste der Snapshots haben. Aber wie gesagt, die Kollegen, die daran arbeiten, haben direkten Kontakt zur Grub-Upstream-Community. Aber sie können, wenn die Community es nicht akzeptiert, sind die Sachen natürlich Open Source. Und die sind auch im Open Build Service drin, sind also für OpenSUSE voll verfügbar und man kann sich die entsprechenden Pakete da jederzeit angucken, alles GPL3 in diesem Fall. Ja?